War aber nicht so wichtig. Okay. Dann schieben wir mal weg. Ah, erstmal muss ich den kleinen Tisch wegnehmen. Einen Moment, ihr seid gleich wieder im Bilde. Ich muss einmal den Tisch hier wegnehmen. Und die Lampe muss auch weg. Ihr seht mich nicht, aber ihr hört mich ja. So. Und dann schiebe ich die ganzen Sessel einmal nach vorne und dann sehen wir nämlich, was da los ist. Aufmachen, dass wir ein bisschen Licht haben. Und dann. Bitte, bitte keine Rattenkacke, bitte nicht. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. Hoffe ich. Irgendwas liegt da, aber ich glaube, das ist alles gut, oder? Nee, das sind nur lauter. Das sind lauter Käfer. Tote Käfer. Ich hole mal meine Brille und gucke mir den ganzen Kram mal an. Da sind ein paar schwarze Dinger. Und bei schwarzen Dingern, da gibt es immer Alarm bei mir. Aber ich glaube, das sind Käfer. Nichtsdestotrotz kommt meine Brille in Einsatz. Ich werde mir jetzt genau mal angucken, was das alles ist. So, ich bin mal kurz unter den Sessel. Ne, das sind alles tote Käfer. Das ist alles okay. Nö, sind nur tote Käfer. Okay. Gut, dann ist ja und hier auch tote Käfer oder was? Ja, das sind alles tote Käfer und Maidis Haare en masse. Wollt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man ein halbes Jahr nicht unter den Sesseln geputzt hat? Ich bin ja Reality-YouTuber und zeige euch meine ganzen Schandtaten. No problem. Aber ich kann euch auch mal so sagen, das sah früher schlimmer aus, ne? Als meine Kinder bei uns in Hamburg waren. Da war alles voller Spielsachen und alles noch viel staubiger. Und das, obwohl ich das ja viel öfter sauber gemacht habe. Da habe ich ja, also wirklich, also ich würde sagen, alle zwei Monate einmal die Sessel weg, ne? Und ihr wisst ja, wie schwer unsere Sessel in Hamburg waren. Das sah aus, Geld. Da hast du wahre Schätze drunter gefunden. Immer meine Kinder, wenn ich die Sessel weggeschoben habe, die waren immer ganz aufgeregt, weil dann ihre alten Spielsachen und Geld und Stifte und Radiergummis und alles kam da raus. Also jetzt würde ich mal sagen, ist ja alles noch sehr moderat, nachdem ich jetzt hier wirklich über ein halbes Jahr nicht geputzt habe. Also dass diese schwarzen Dinger ist keine Ratten- oder Mäuseköde, weil die sehen ähnlich aus. Ich bin ja mit Brille runter, das sind alles Käfer und das geht. Und Maidis Haare. Alles Maidis Haare. Dein Glück ist mein Mann nicht da. Der würde jetzt sagen, siehst du, habe ich doch gesagt, überall Hundehaare. Überall. Ja, überall Hundehaare. Was soll ich machen? Jetzt wird das einmal geputzt. Da seht ihr mich zwar nicht so richtig bei, aber ist ja wurscht, ihr müsst ja nicht alles sehen. Ich werde jetzt einmal mit dem trockenen Lappen alles zusammen. Ne? Der Mopp ist trocken. Damit werde ich jetzt einmal alles wegfegen und dann nass drüber fegen und dann dürfte der ganze Kram auf, ja, dann dürfte das gut sein. Ihr seht mich nicht, aber gleich bin ich wieder da. Einmal weg damit und dann ist das erledigt. Staubsauger hole ich auch gleich, dann haben wir hier auch die letzten Maidi-Haare weg, aber einmal erstmal den blöden Schmutz hier, weil sonst mache ich mit dem Staubsauger kaputt, das muss ja nicht sein. So, und Staub werde ich da oben auch einmal wedeln. Ich habe nur leider keinen Staubwedel mehr. Ich weiß auch nicht, wo die alle hin sind. Ich habe so viele gehabt. Irgendwie sind die alle weg. Aber das mache ich mal nachher. So, jetzt hole ich mal einmal meine. Kannst du hier wieder hin, Maidi? Ich hole mal eben meinen Staubsauger. Ich bin gleich wieder da. Und dann mein Dyson müssen wir auch sauber machen. Moment, ich bin gleich wieder da, ich bin gleich da, gleich bin ich da, einen Moment. So. So. Ich musste nämlich einmal das Ding entleeren, das war voll und den müssen wir eigentlich auch ganz dringend sauber machen. Das können wir nachher auch nochmal machen, wenn wir noch Lust haben. Ich habe jetzt aber erstmal hier was anderes zu tun. Okay.
so sagen. Meili, die hat sich ins Büro verzogen. So. Genau, einmal das Ganze nass machen. Und wieder nach hinten. Wahrscheinlich werden sich jetzt viele wieder über meine Putzmethoden aufregen, aber mein Gott, macht halt jeder so, wie er will, so wie er meint, dass es in Ordnung ist. So, dann die ganzen Fußleisten hier abziehen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil das Holz ist rau. Finde ich immer sehr unpraktisch bei Fußleisten, wenn die rau sind, weil dann kriegst du das immer so schwer ab, den ganzen Kram. Aber geht. So. Gut. Zurück das Ganze.
nach hinten, weil da muss ich auch einmal wischen, aber ich werde erstmal mit dem Lappen ran. Winterklamotten von meinem Mann. Hängt er da immer gerne hin. Hier sind noch Sachen von meiner Tochter, von ihrem Spielzeug. Dieses Ladegerät, und dann hat sie noch Akten geordnet, die hat sie sich auch geholt aus dem Büro für ihre Papiere, die tue ich auch mal wieder zurück, gehe ich erstmal hier hin, bin schon wieder da, mache ich nachher, und dann werden wir mal ein bisschen hier auch sauber machen, obwohl das hatte ich ja alles gemacht, als wir das gemacht hatten, hier die Fenster, das ist noch alles nicht so schlimm, aber ein bisschen Fenster putzen geht trotzdem. Und das mache ich dann auch gleich mal. Einmal die Sachen hier. Auf die andere Seite mitkommen einmal. So. Einmal bitte auf die andere Seite. Geht ihr mir aber zu. Da steht ihr mir zu wackelig. Moment. Eben platzieren irgendwie hier richtig einen Moment. So, das glaube ich ganz gut. Dürftet ihr nicht runterfallen. Ihr steht zwar schief, aber egal. Einfach nur mal ein bisschen putzen. Das habe ich mit meinem Lappen gemacht. Da. Ui. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Dann hier noch mal kurz den Tisch einmal abwischen und dann sind wir durch. Hier hinten einmal wischen noch und dann und hier unten auch. Hoffentlich wird mir das Video nicht wieder gesperrt, also weil man ja wieder so Putzbewegungen macht. Ja, das kannst du immer alles nicht so wissen, ne? Bevor wir jetzt hier weiter auf dem Boden machen, werde ich auch dieses Zimmer einmal sauber machen. Fragt mich nur, wo ich euch dann hinstelle. Ich glaube, da kann ich ohne Stativ auch stehen. So ein bisschen, glaube ich, passt das. Gut. Hier muss ich jetzt auch sauber machen. Da werde ich tatsächlich die Decke waschen, weil die ist relativ dreckig. Weiß auch nicht wieso. Ich glaube, die geht einfach auch gar nicht sauberer.
Da hat mein kleiner Süßer noch drauf geschlafen. Tja. Unser Engel. Das ist so warm hier. Das wasche ich. Das sind noch die Bäder waschen hier alle. Mal gucken, was sie noch drin hat. So, noch einmal die Handschuhe. Das ist meine Weste. Da kannst du mal sehen. Die muss ich einmal waschen. Das ist meine, Mädchen. Ja, und dann hier noch Babysachen. Das waren noch die Kanülen für die Magensonde alle. Hier auch noch Frauengeschichten. Und hat sie hier noch Babyschuhe. Ich glaube, das sind Merlias Schuhe. Wieso sind die denn hier gelandet? So. Aber ansonsten nichts Interessantes mehr. Das ist noch ihre Milchpumpe. Die empfiehlt sie ja richtig stark, also diese Handmilchpumpe für alle Mütter, die noch abpumpen müssen. Es gibt ja auch elektrische Handpumpen, aber sie schwört auf die Handpumpe, weil sie das Gefühl haben, übrigens ML auch, weil sie das Gefühl haben, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit den Druck besser aufbauen können in der Brust und die Milch viel besser abgepumpt wird. Also die beiden schwören auf diese Handmilchpumpe. Ich weiß nicht, 30 Euro oder was kostet das Ding auch, aber damit kannst du besser pumpen, haben sie gesagt. Kommt viel mehr raus und du kannst auch viel besser die Brust entleeren. Also auf die elektrische, da sind beide nicht gut zu sprechen. Also die können beide also auch wirklich gut empfehlen. Die benutzt sie immer noch und scheint schon wirklich sehr, sehr lange Zeit. Ja, genau. Und das tue ich mal alles nach hinten. In ihr Zimmer. Die Tüte kam zu mir. Die ist nicht mehr zu benutzen im Moment. Und dann müssen wir jetzt hier einfach nur noch, würde ich mal sagen, wischen. Ne? Mehr ist das jetzt nicht. Das andere kann hier jetzt mal so stehen. Nee, das holt mein Schwiegersohn ab. Demnächst kann bleiben. Das werde ich auch noch mal waschen, aber nicht jetzt. Deswegen lasse ich das erstmal alles so stehen. Da kommt dann so ein Überzug drüber, aber ich habe keine Ahnung, welchen ich da drüber mache. Hier ist übrigens, Moment, ich zeige euch das mal. Das ist übrigens mein Bild, was ich ja selber gemacht hatte. Also ihr seht, ich habe die ganze Sache hier mit Pappmaché beschichtet, auch von der anderen Seite, also auch von dieser Seite. Das ist alles Pappmaché. Und dann habe ich diese Verzierungen, die ihr hier seht, mit Pappmaché gemacht hier. Ne? Also dieses hier ist alles Pappmaché und dann mit Strukturgips beschichtet. Ja, kann ich hier nochmal richtig zeigen. Also das habe ich alles, wie gesagt, mit Pappmaché und das auch. Und dann Strukturgips drauf, weißen. Und hier auch Pappmaché hoch als Rand gemacht. Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, ein Bild zu verzieren. Ihr kennt das Bild ja, das hatte ich selber gemalt mit Acrylfarbe. Und dann war mir das aber zu langweilig, sodass ich so einen großen Rand mitgemacht habe. Und ja, das ist wie gesagt aus Pappmaché gefertigt, wie man hier gut sehen kann. Ich habe da alte Telefonbücher klein gerissen. Die hatten wir zu Mass damals bei uns im Keller und mit Tapetenkleister dann zu Pappmaché verarbeitet. Ja, so ist das. Und nun putzen wir weiter. Ich muss aber erst nochmal hier einmal Grund durchwischen, sozusagen. Und dann, ja, ich weiß auch nicht. Also soll ich den Wäscheständer hier einfach stehen lassen oder soll ich den einfach hier rausholen? Weil eigentlich benutze ich den nicht. Ich bin ja immer dabei, draußen aufzuhängen. Als wir hergekommen sind, war das Wetter ja noch kühl. Aber ja, ich lasse das erstmal hier stehen und nehme den groben Schmutzeimer weg. Weil gewischt hat es ja hier schon überall mehrfach sogar. Auch zuletzt, bevor mein Schwiegersohn kam, war richtig überall, also es ist eigentlich sauber hier. Nur noch mal einmal durchwischen, würde ich mal so sagen. Und dann reicht das auch. So. Ja, dann können wir nämlich hier auch raus.
Und ja, hier kommt noch ein Bezug drüber. Ich muss mal gucken, wo ich den Hahn hin habe. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Und ja, der Fernseher bleibt auch da. Und die ganze Wäsche muss gewaschen werden. Und dann dürft ihr wieder an euren alten Platz zurück.